Ich habe mir für Falkos Krallen ein Dremel bestellt und ich wollte euch das einmal zeigen, wie wir das anwenden. Also hier oben steckt man quasi die Kralle rein und dann kann man das entweder auf einer hohen oder auf einer niedrigen Stufe machen. Ich mache das immer auf einer niedrigen. Das hört sich dann einmal so an. Hier kann man auch sehen, dass Falkos Krallen zu lang sind. Ich nehme dazu immer ein bisschen Erdnussbutter und eine Schleckmatte. Dann kommt die Erdnussbutter einmal hier drauf. Und am besten gewöhnt ihr den Hund einfach zuerst an die Geräusche. Immer anmachen. Super Falco. Zum Beispiel ein Leckerli geben. Dann könnt ihr es auch kurz an die Pfote halten. Sehr gut. Kurz anmachen. Prima Falco. Leck. Super gemacht. So sehen die jetzt aus. Ich habe jetzt auch nicht alle gemacht, aber wird noch zuerst dran gewöhnt. Und irgendwann können wir bestimmt alle vier Pfoten gleichzeitig machen.